Oh, ich fühle mich heute so dick und schwer. Ich brauche eine Pause. Kirby, nicht da, sonst reißt du den ganzen Boden ein. Nein! Katztastisch, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze mit Elgirl. Und Elgirl spielt Kirby. Und ich spiele ein Waddle-Dee. Waddle-Dee-Assistent. Und da oben ist ein Blip. Nein, ein lilafarbener Blip. Ein lilafarbener Blip. Oder genau. Auch Quaxicum genannt. Ja, meine Lieben, wir sind heute. Genau, Entschuldigung, ich habe dir hab dich unterbrochen. Wir sind in der zweiten Welt, in der Wüste. Ja. Also im zweiten Level. Und sind noch mittendrin. Also wir haben noch einiges zu entdecken, sind aber schon im letzten Abschnitt. Und ich habe gedacht, den hole ich mir mal. Weil, Achtung. Ja, da ist ja Matsch. Das müssen wir erstmal putzen. Ja, ich dachte irgendwie, ich kann drunter durch. Nee, wir müssen putzen. Hier gibt es die Putzfähigkeit. Ich habe schon gesehen. Okay, warte. Na, aber hier runter. Ja, ich habe mich nur versteckt quasi vor der lila Suppe. Ja, alles klar. Komm, okay. Jetzt saugen. Oh, du bist ein Wasserballon. Boah, das ist einfach die coolste Fähigkeit. Jetzt Achtung, ja, mach den mal schön sauber, damit er nicht mehr rumspucken kann. Ah, wie cool. So. Und jetzt gibt es hin, guck, siehst du, Quaxicum, da steht sogar. Ja. Jetzt kannst du hier das entfernen und dann unten drunter. Okay, warte, und hier. So, und jetzt kannst du da rein. Das musst du machen, weil ich komme da nicht rein. Ich habe ja keine Fähigkeit. Mhm. Warte, und? Einmal da bohren. Und durch. Ja, nochmal, warte. Unter der Erde durch. Ja, warte, alle guten Dinge sind drei, jetzt. Und da oben ist ein Schalter, ja, den kann ich sogar gesehen. Selbst aktivieren. Und jetzt gehen wir durch die Tür. Boah, was passiert hier? Jetzt musst du schnell sein. Wir können einen Waddle-Dee retten, wenn du alles ausgräbst. Wenn ich alles ausgrabe. Okay, warte. Vor allem die Abschnitte am Ende. Die letzten Erdteilchen da. Okay, warte. Und Nummer 1. So, schnell zu mir rüber. Schnell zu mir rüber. Okay, warte. Da musst du bohren. Schnell. Warte. Sehr gut. Und weiter. Ja, warte. Jetzt darunter. Schnell darüber. Okay. Und jetzt hier bohren. Da, wo ich stehe. Schnell. Warte. Bohren, gut. Ja, ich komme. Jetzt da oben. Jetzt da. Nein. Nein, Fähigkeit verloren. Wir haben keinen Maulwurf mehr. Es tut mir leid. Die muss nicht leid tun. Ich glaube aber, dass unser Kumpel niemals befreit wird. Es tut mir leid. Tut mir leid, Waddle-Dee. Oh Mann, aber vielleicht wird er ja irgendwie von Zauberhand befreit. Ja, mein persönlicher Trost ist immer, dass ich sagen kann, als ich das Spiel alleine zu 100% durchgespielt habe, habe ich ja alle Waddle-Dees gerettet. Elgirl, du kannst außen rumlaufen, so wie ich. Genau, warte, guck mal. Jetzt. Du läufst so gegen den Zaun. Hä, warum komme ich da nicht durch? Ja, ich dachte so, irgendwie muss ich doch da unten durchkommen. Das ist so typisch Elgirl. So, jetzt hier graben. Bohren. Warte. Ja, komm. Okay, Moment. So, ja, eine wichtige Karotte. So. Und? Und jetzt dürfen wir ganz nach oben. Ganz nach oben. Ja, ganz und nach oben. Das Ziel ist auch gar nicht mehr so weit entfernt. Warte, da ist ein Knochenwerfer. Boom. So. Sehr gut, jetzt läuft er weg, aber lass ihn weglaufen. Der ist nicht mehr wichtig. Okay. Jetzt gibt es hier noch ein Quaxicum. Die stacheligen Stängel, oder wie du sie genannt hast. Ja, die stacheligen Stängel. Und jetzt, warte, wir müssen nach links. Ach so, okay. Da müssen wir noch was aktivieren. War schon bei den stacheligen Stängeln. Sehr gut, da hoch. Und da ist ein Schalter, wenn wir diesen aktivieren. Ja, ich sehe es. Oh, abgestürzt. So. Dann fährt nämlich das Rohr hoch und du kannst dir wieder den Wasserballon holen. Okay, dann. Dann mal runter mit uns. Miau. So. Und schön. Vollstoff, ne? Yes, ganz genau. So. Jetzt bist du wieder voll und volle Kraft voraus. Okay. Es fühlt sich so an, als würdest du bei der Feuerwehr arbeiten. Ja, irgendwie schon, ne? Was für ein Quaxicum-Monster. Und einmal geputzt. So, hier auch noch putzen. Und hier noch putzen. Da ist ein Waddle-Dee. Sehr gut. Wir haben Jenny gerettet. Hallo, Jenny. Jenny, willkommen zurück im Team der Waddle-Dees. Im Team der Waddle-Dees. So, Jenny schicken wir schon mal in die Waddle-Dee-Stadt. Und wir gehen hier weiter hoch, nehmen wir an. Ja, denn da oben sind die nächsten drei, die wir jetzt retten. Yum. Und rein mit uns. Ja? Ja, okay. Mehr gibt's nicht.
Das sind Marcel, Nina und Amelie. Hallo ihr drei. Hallo ihr drei, wie sie sich einfach freuen. Ja, willkommen zurück. Auch ihr kommt in die Stadt der Waddle Dees. Sensationell. Ja, guck mal, grabe gründlich im Geheimraum. Das haben wir vorne richtig gut hinbekommen. Ich habe nur ungründlich gegraben, glaube ich. Ja, stell dir mal vor, die Aufgabe wäre gewesen, grabe ungründlich. Hätte ich ihm erfüllt. Da wärst du grandios unterwegs gewesen. So, wo geht's jetzt hin? In das Ambulance-Center. Da waren wir doch schon. Ja, aber das ist der Mitarbeiterbereich. So heißt das Level auch tatsächlich. Oh, wow. Können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber vorher würde ich sagen, es ist Zeit für die Straße der Schätze. Oh, nein. Jetzt ist nur die Frage, links oder rechts? Gucken wir doch mal hier. Bohrerschatz. Ah, wird knifflig sein. Das ist nicht meine Fähigkeit. Gucken wir mal hier rein. Drachenfeuerschatz. Komm. Ja, das ist schon eher. Das probierst du mal. Mit der Feuerfähigkeit kannst du ja per se gut umgehen. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Aber schmelzen und gleiten. Ich muss doch gleiten. Das wird schwierig. Komm, das schaffst du. Okay, warte. Gas geben. Und los. Hä? Ach so. Ich verstehe es nicht. Warte. Moment. Ah, ich muss das anzünden hier, oder wie? Anzünden und dann schnell zur Kanone, L-Girl. Ah, okay. Verstanden. Warte. Rein. Oh, gerade noch rechtzeitig. Und piu. Wow, mein Kopf angeschlagen. So, da ist die nächste Kanone. Anzünden und alle Hindernisse zerstören. Schnell, okay. Schnell. Weiter nach vorne. Okay, warte. Schnell schmelzen. Okay. Man muss aber springen, nicht die ganze Zeit draufhalten. Sonst bist du zu langsam, siehst du? Jetzt musst du die Lunte nochmal entzünden. Okay, okay. Jetzt schnell. Gas, 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 Gas. Gut, schmelzen und weiterlaufen. Gas, weiterlaufen. Gas, Gas, Gas. Schmelzen. Okay. Hoch, schmelzen. Aua. Nein, schmelzen. Schmelzen. Lauf, lauf, Kirby, lauf, schmelzen. Also, meine liebe Katzen-Community, schreibt einen Kommentar mit Kirby macht es gut, Hashtag schmelzen. Hashtag schmelzen ist heute der Hashtag des Tages. Nein! Du musst jetzt zurück, nochmal die Lunte entzünden. Oh, das wird nicht meine Straße der Schätze, glaube ich. Komm schnell, L-Girl, du hast noch eine halbe Minute. Ob das so gut geht? Jetzt schmelzen. Achtung. Also entzünden und jetzt weiter. Rennen, Kirby, rennen. Renn so schnell du kannst. Jo. 15 Sekunden noch. Okay, warte. Und renn, Kirby, renn. Oh nein. Und schmelzen. Ja, warte, so. Schmelzen. Schmelzen. 3, 2, 1. Verloren. Zeit abgelaufen. Tut mir leid. Warte, ich mach das jetzt nochmal. Ich übernehme mal ganz kurz die Steuerung von Kirby. Also nicht wundern, jetzt mache ich das. Jetzt kommt der Profi. Ja, Profi vielleicht nicht, aber ich bin ein bisschen geübter. Ja, das stimmt. Und man muss dazu sagen, jetzt ist so eine Zeit erreicht oder wir haben die Welt 5 erreicht, in der die Straßen der Schätze einfach schon, ja, zu schwierig sind. Ja, das gebe ich offen zu. Also vielleicht machen wir noch einen Versuch dann in der letzten Welt. Aha. Aber ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, weswegen wir uns dann dafür entschieden haben damals, zu sagen, okay, die Straßen der Schätze machen wir nur punktuell, jeweils nur einmal, weil die einfach dann irgendwann zu schwer sind. Ja, aber so ist doch eine gute Aufgabenverteilung. Ja. Ich versuch's und du hilfst mir, wenn es nicht klappt. Genau, also keine Sorge, denn wenn ich jetzt die Straße der Schätze gemacht habe, dann übernimmt L-Girl natürlich wieder die Steuerung von Kirby. Ja. Und ich bin wieder Waddle Dee. So, boah, jetzt aber. Weiter. Ist echt tricky. Das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ach. Da bin ich ganz offen. Da brauche ich noch ein bisschen Spieleübung. Ja, mit etwas Übung hättest du es aber schon geschafft. Ab in die Kanone, ducken, dann geht's schneller mit der Lunte. Jo. Und nach oben. Und nur noch ins Ziel springen. Zack. Kaboom. Super gemacht, Kirby. Jetzt haben wir wieder einen seltenen Stein. Na, sensationell. Und dann können wir nochmal den Waffenladen besuchen, ne? Ja, aber wir müssen dazu erstmal noch ein paar seltene Steine machen. Beziehungsweise werde ich die Straßen der Schätze ja nochmal offscreen machen. Das bedeutet, nicht in einer Aufnahme, sondern separat. Mhm. Denn wenn ich ja alle Straßen der Schätze spiele, habt ihr ja schon gesehen im ersten Durchlauf, als ich das alleine zu 100% durchgespielt habe. Es wäre also doppelt gemoppelt. Jetzt aber. Du hast es gesehen. Der Mitarbeiterbereich vom Amelien Center. Ja, und da gibt es eine Menge zu entdecken. So. Ah, du bleibst also bei. Ja, das war das Schwert. Ja, das war schon. Meine ich ja. Ja, genau. Ich finde aber, die sehen wie Brüder aus. Die zwei mit ihrer Rüstung.
Der ja? Finde ich schon. Warum? Der Bumerangmann hat doch eine goldene Rüstung. Ja, ich weiß, aber goldene Rüstung und grüne Rüstung. Ja, beide fast mit gleich. So einer Rüstung. Ja, weißt du, der Igel. Grün und gelb, und fast gleich. Die Igel und die Schneefähigkeit sind ganz anders. Oder hier auch der Bombenmann. Ich finde, blau und rot ist auch fast die gleiche Farbe. Ruhe! Okay, okay, Entschuldigung. Es liegt an der Rüstung und nicht an den Farben. Na gut. Okay. So, jetzt, das ist der Mitarbeiterbereich. Mhm. Hier hörst du auch schon, die Musik verändert sich. Ja, und dann sind hier noch Geister, habe ich gesehen. Ja, ja, vorne ist sozusagen der offene Bereich. Wow. Hier sind wir im Mitarbeiterbereich, deswegen auch die Akten. Aha. Und es sieht alles nicht ganz so schön aus. Aber ja, muss es stimmt. Ja auch nicht, weil das sieht der Kunde ja nicht. Ja, aber Mitarbeiter müssen sich ja auch wohlfühlen. Ja, da hast du recht. Das so. Auf jeden Fall. Ein paar Geister. Eine Tafel. Vielleicht für Schulungen, ja. Für die Mitarbeiter. Ein paar Spinde für die Kleidung. Genau. So. Was man eben so finden kann. Boah, Wüstenfüchse. Jetzt gibt es hier links noch was. Ja. Ich weiß zwar nicht mehr, was da war. Ach so, ein Eis. Ein Eis. Ah, ja. Und der Kegel. Boah, lecker. Njom, njom. Okay, jetzt Kegeln. Probiere drei Sorten von Eiscreme. Okay, dann mal gucken, was mache ich denn jetzt mit dem Kegel? Einmal machst du die Stahl- oder wie du sagst, Holzkisten. Holzkisten. Ja, es sind Stahlkisten und dann auf der rechten Seite kannst du jetzt, guck mal. Fällt dich hier irgendwas in diesem Bereich auf? Ja, da ist ein Symbol an der Wand. Warte, den muss ich noch beseitigen, nicht, dass er dich angreift. Ja, so, besiegt. Und jetzt, was machen wir jetzt hier, Elgirl? Was meinst du? Warte, vielleicht hier was? Vielleicht, warte. Jetzt! Wow. Ah, sehr gut. Und jetzt geht die Wand kaputt. Genau, jetzt gibt es hier auf der rechten Seite noch ein bisschen. Ah, nee, jawohl. Doch nicht. Aber, hey, glaubst du, die Mitarbeiter erkennen ihren Bereich wieder, wenn sie nach dem Wochenende hier arbeiten kommen und es plötzlich so ein Loch in der Wand ist? Also, so wie du den Mitarbeiterbereich verwüstest, glaube ich nicht, dass sie den Bereich wiedererkennen werden. Zack, zack, zack. So. Achtung, Achtung, Bombe, die kommt gleich runter. Zack, boah. Kisten. Geist, weg, weg, weg. So. Aber mit dem Schwert bist du auf jeden Fall gut unterwegs. Ja. So. Was haben wir denn hier Schönes? Boah, Achtung. Boah, zack, bam. Jetzt gibt es hier links noch Kisten. Ja, und eine schöne Kopse. Gut. Okay. Dann, hier gibt's, Achtung. Hier die Bombe. Boom. Boah, und gleich ein Ring. Ja, und mit dem Ring laufen wir jetzt kurz zurück, denn da gab es auch einen Bereich in der Wand, den du dann sprengen kannst. Achtung. Damit die Mitarbeiter auch ihren Bereich wiedererkennen können. Ja, meinst du? Okay, dann warte. Achtung. Mach die platt, mach die platt, mach die platt! Oh nein, warte, warte. Jetzt, so. Jetzt. Ah, ja. Jetzt da rein, und da rein, da rein. Gerade noch so. Und die Wand. Zack. Ist kaputt und ein Waddle. Ja, wen haben wir denn hier? Das ist Hassan. Lieber Hassan, herzliche Grüße. Herzliche Grüße an dich und willkommen im Team der Waddle-Dees. Yeah! So. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier jetzt in dem Bereich? Ah ja, genau, da haben wir uns den Ring geholt. Und hier geht's auf der rechten Seite weiter. Oh, nee. Achtung, 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 Kirby. Grad noch so. Nächster Bereich. Jetzt wollen wir da rüber. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Warte, ich komme. Oh, ja, 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 ja. Aber vorsichtig, Elgirl. Jetzt. Und da ist ein Bösewicht. Und warte. Mein Blatt, mein Blatt. Ich war böse. Mit einem starken Schwert. Hey. So, jetzt. Zack. So, der hatte keine Chance mehr. Und Achtung, Knackleon, Knackleon. Ich befreie dich. Okay. Und jetzt da unten, da unten. Da unten? Ja. Ah, ja, hier. Boah, das ging aber schnell. Oh, ein Automat. Ein Getränkeautomat für dich. Hast du Durst? Ja, warte. Kann ich bitte Limonade haben? Ja, warte kurz. Ich muss die Überraschung holen. Eine Zitronenlimonade, bitte. Ja, da, bitteschön. Dankeschön. Hey, das füllt sogar meine Energie auf, deine Dosen. Ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, wie cool. Wie cool. Das war... Hey, jetzt haben wir mal gemeinsam etwas herausgefunden. Wusstet ihr das schon? Die Dosen von Kirby spenden uns Energie. Okay, warte, hier. Ja, und die Gegner kriegen keine Energie, die kriegen eher einen Schaden davon. Die kriegen einen Pustesturm von mir. Okay, ja, warte. Mehr oder weniger. Jetzt hier rein. Und, warte. Ja, und was finden wir dahinter? Achtung. Boah, noch ein Bodily. Wen haben wir denn hier? Das ist Beatrice. Liebe Beatrice, herzlich willkommen im Club der Waddle-Dees. Herzlich willkommen, liebe Beatrice.
Und dann wollen wir weiter. Links? Ja, nee, rechts. Ja, rechts, rechts, rechts. Ich meinte auch rechts. Da geht's für uns zum nächsten Abschnitt. Zum nächsten Abschnitt, okay. Dann wollen wir da hoch. Ja, wir sind vorher ja runtergefahren. Oh, Geister. Achtung, mach sie alle platt, L-Girl. Alle platt gemacht. Oh, Popcorn. Cool. Achtung. Ja, jetzt hast du mir das Popcorn weggegessen. Dann klatsch mich ab. So. Ja, komm. War sehr, sehr gut im Einsatz. Hier gibt es nun einen extra Bereich. Und da gibt es auch einen Waddle Dee, den wir retten können. Okay, dann gucken wir doch mal. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hier ist der Eis, der Eismann, der Schneemann, wollte ich sagen. Der Eismann namens Chili. Oh. Wow. So. Da habe ich letztens mal so einen ganz, ganz lieben Kommentar bekommen. Ja? Von dem Papa, der schrieb, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber danke für den Kommentar. Da ging es darum, Chili ist gleich zweierlei ein passender Name, weil es geht da einmal um den Kontrast, den Widerspruch an sich, was ja ganz schön ist. Und to chill bedeutet ja sich abkühlen, einfach mal, weißt du so. Deswegen sagt man auch chillen heutzutage. Ja, okay. Vorsicht. Dann nehme ich mal, ich habe ja gesagt, das passt irgendwie nicht, aber dann nehme ich das wohl zurück. Der Name passt ja gut zu dem Schneemann. Du, das ist subjektiv. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ja, so, den haben wir platt gemacht. Ja, und den brauchst du theoretisch auch. Ja, dann, schon gefashbot. Hier gibt es links und rechts Nägel. Ich hab's gesehen, warte. Zack, der erste Nagel. One Waddle Dee. Den retten wir auch gleich. Das Sehr ist gut. Sabrina. Liebe Sabrina, willkommen zurück bei den Waddle Dees. Ja, perfekt, warte. Ach so, Moment, hier noch. Ja. Und? Da kommen wir nämlich zur Kiste. Zing! Zing, einmal Zing. Einmal Zing draufgeschlagen. So. Wir hätten übrigens, kleiner Hinweis an alle, wir hätten nochmal einen extra Waddle Dee gerettet, wenn man diesen fiesen Bonkers gerade eben mit dem Bumerang besiegt hätte. Nur so als Hinweis. Und jetzt haben wir die Blaupause für den... Igel? Ich habe nicht gelesen, es tut mir leid. Für den wilden Hammer haben wir sie für den bekommen. Ja, macht ja Sinn, ich habe ja die Hammerfähigkeit. So. Und hier brauchen wir nochmal den Ring. Warte, ich muss hier erst den Knochenmann wegmachen. Wir wissen ja alle, was wir mit dem Ring machen können, oder? Was glaubst du? Ja, den Sand wegpusten. Genau. So, warte, die hier noch. Ja, und jetzt da oben ist dieser Ring schon, aber den müssen wir erstmal runterholen. So, weg da, so. Was machst du jetzt am besten an dieser Stelle? Danke schön. Auf die Zielscheibe klopfen. Also nicht auf die Zielscheibe, auf den Pflock. Auf den Baumstamm, der da an der Wand hängt. Warte. Einmal, springen und dann so einen Schlag ausführen. Zack. Oh, jetzt, da ist die Uhr und jetzt haben wir einen Ring. Perfekt. Komm, so. Und da haben wir den Ring, mit dem es jetzt gleich weitergehen wird. So, tschiu. Da freut sich unser Kirby. So, ein erster Sandhaufen ist weggepustet und wir haben eine Überraschung. Genau, die ist auch super cool. Jetzt der nächste Sandhaufen und eine Schatztruhe. Oh, da kommt noch jemand. Warte, und? Du rettest den Waddle Dee? Namens Manuel. Und huh, so war ich zu langsam. Hallo Manuel, willkommen. So, Dele. Achtung, nochmal. Sag wieder was weggepustet. Münze. Und, Achtung, ein Wüstenfuchs. Und klasse. So, das läuft hier wie am Stück. Wir sind fast durch. Und kann ich wieder hinlegen? Ja, aber das bringt nichts, wie du sehen kannst. Ja, irgendwie nicht. Aber hier ist noch ein Sandhaufen. Ja. So, wir müssen mit dem Ring erstmal da nach hinten zu dem Igel. So, warte. Und dazu nehmen wir den Propeller hier links. Ah ja. Okay, warte. Und Und jetzt nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts zum Igel. Ach so, Entschuldigung, falsches rechts. Also auf ein neues. Okay, warte. Okay, jetzt umdrehen. Auf die andere Seite. So. Und jetzt musst du aber noch rund. Oh nein! Oh je, Mine. Okay, warte. Jetzt auf ein neues. Und dann darüber. Jetzt in und spring in die da rein. Wand. So. Klasse. Wand auf. Boah, da ist eine Vollstopferfähigkeit für mich. Ja, und die brauchst du jetzt auch für dieses große Loch, was wir vorhin gesehen haben. Oh nein, jetzt muss ich als Schwabbel-Wobbel-Wasser-Kirby über diese Propeller. Ja, und da sind jetzt neue Gegner aufgetaucht. Die musst du auch noch besiegen. Oh nein. Nein, nicht runter. Nein, du bist doch nach unten. Ach so, warte. Okay, Moment. Warte. Warte, hier runter. Oh nein. Der Schneemann hat dich besiegt. Oh nein.
nein, der arme Kirby. Ja, jetzt müssen wir die Fähigkeit nochmal holen. Okay, warte. Ja, Achtung und... Jetzt gleich rechts, gleich rechts. Okay, Moment. Oh, L-Girl. Es tut mir so leid. Das ist auch nein, Perspektivenproblem. L-Girl, bitte. Okay, warte, jetzt. Und? Jetzt und rüber, 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 rüber. Ja, warte. Perfekt. Moment. Den hast du schon mal besiegt, aber du musst noch auf die andere Seite. Ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt. Und in die Wand auf ein neues Wandkorb. Bunt. Und vollstopfen. Perfekt. Einmal eingesaugt. So, und los geht's. Nee, 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 nee. Also das ist echt schwierig hier. Okay, ja, aber warte. Jetzt, Achtung, du weißt, wo wir hin müssen, oder? Warte. Nein. Nicht in die Tiefe. Nach warte. Unten, nach unten. Okay, warte, warte, warte. Erstmal hier. Oh. Vorsicht, Vorsicht, du stehst ganz gefährlich auf der Kante. Warte, den nächsten nehme ich jetzt. Und jetzt. Oh, gerade noch so. Jetzt geht's da vorsichtig runter. Ja. Warte. Oh nein, nein. Oh, jetzt. Und jetzt. Oh, ja. Gut, gut. So, und jetzt hier rein. Und jetzt, Achtung, du sprengst den Boden, denn du bist zu schwer. Oh nein. Nach unten. Aber da ist ein Kumpel von uns. Oh, und ein Restaurant. Ui, wie schön es hier ist. Jetzt kann ich meine Energie auf... Oh, ein Törtchen zum Energie auffüllen und ein Kuchen. So, einmal gepiekst den lieben Rabüffel. ich meine... Wüstenfuchs. Urkläffi oder Wüstenfuchs. Und das war... wer ist das? Robin? Genau, oh, das Robin. War der Robin. Hallo Robin, es ging alles so schnell. Alles vollkommen okay. So, und jo. Nächster Bereich. Oh, ich sehe schon und ich habe jetzt keine Fähigkeit. Okay. Ja, wir schaffen das schon. Okay, Moment. Und rüber, rüber. Oh, wie anstrengend, das ist echt aufregend. Okay, warte. Du holst die Überraschung. Ja, und dann brauchen wir aber noch den Kegel, den finden wir auf der linken Seite. Nein, nein, Kirby fliegt. Oh, ja, ja. Jetzt. Ja, ja, ja. Holen, holen, holen. Okay, warte, vollstopfen. Njom. Und so. Jetzt bist du bereit. Okay, ich versuche mein Bestes, der Igel. Okay, warte. Kannst du den Igel besiegen? Okay, warte. Ja, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir können einfach weiter. Oh, ich hatte schon Angst. Achtung auf die Markise. Oh, das hat nicht so ganz funktioniert. Moment. Komm, 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 auf komm. Auf den Tisch und auf die Markise. Juhu. Yes. Und ein Loch machen. Guck mal, wie du wieder noch einen Stoß verpasst hast. Und da sind unsere drei letzten Waddle-Dees. Wir haben einmal Christine. Janina. Und Dominik. Na, hallo ihr drei. Willkommen zurück bei den Waddle-Dees. Sensationell. Oh, eins haben wir nicht geschafft. Ja, das mit dem Bumerang, wie schon vorhin erzählt. Ah, stimmt, ja. Okay. Und ansonsten? Überraschungen? Ja, gibt es noch Überraschungen? On top für uns. Wow, was für eine coole Bizeps-Gorilla. Ja, unser Gorillos. Wer ist cooler, Gorillos oder Donkey Kong? Donkey Kong. Ja. Donkey Kong ist so legendär, der ist kaum zu toppen. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem die Siegerposen in Mario Strikers Football League. Ja, das muss ich mir unbedingt nochmal genauer anschauen mit Donkey Kong. Das ist unglaublich lustig. So, es gibt wieder neue Straßen der Schätze. Wunderbar. Aber erstmal sage ich, bleibt katztastisch.